Sehr geehrte Kollegen, wir werden heute die dritte Resolution gegen die Kriminalisierung der Homosexualität in Uganda verabschieden. Innerhalb kurzer Zeit sind Homosexuelle in Uganda zu Freiwild erklärt worden, sogar Kinder bzw. Minderjährige sind betroffen. Dies alles aufgrund des unverantwortlichen Wirkens einer aus den USA stammenden christlichen Sektierersekte und dem Aufruf im örtlichen Rolling Stone Magazin, 100 namentlich bekannte Homosexuelle aufzuhängen. Nun ist einer dieser öffentlich benannten, was wir eigentlich mit unserer letzten Resolution verhindern wollten, einer dieser öffentlich benannten Homosexuellen, David Kito, auf offener Straße mit mehreren Hammerschlägen regelrecht gemeuchelt worden. Wir fordern Uganda auf, erstens den Mord an David Kito unabhängig zu untersuchen und nicht einfach irgendjemanden dafür festzunehmen. Wir fordern Uganda weiter auf, alle, die zum öffentlichen Mord an Homosexuellen aufrufen, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Und wir fordern Uganda auf, seine Gesetzgebung zu revidieren. Dankeschön.